Heute ist Moritz zu Gast beim Koch und Foodscout Richi Kägi, der in einem wahnsinnig schönen Haus wohnt und ich hoffe, wir werden auch noch kulinarisch verwöhnt. Kommt mit! Hallo Richi, danke vielmals, dass wir Gast sind bei dir in deinem wunderschönen Zuhause und vor allem in deiner tollen Küche. Erzähl doch mal schnell etwas über dich. Ich kann natürlich beruflich mit Essen zu tun, aber es ist nicht nur der Beruf, es ist auch, ich muss mich irgendwo ernähren, weil ich nie wollte von einer Frau oder von jemand anderem abhängig sein, die für mich kocht. Darum habe ich selber angefangen zu kochen. Und du bist ja auch noch Foodscout und du hast ein ganz tolles neues Projekt. Und zwar ein wunderbares Kochbuch. Wie ist das zustande gekommen? Ja, zu diesem Kochbuch hat man mich fast ein bisschen zwingen. Familie, der Verlag, Freunde, die mich jahrelang dazu gedrängt haben, endlich ein Buch zu machen. Und ich habe immer gedacht, wer will ein Rezept von mir lesen. Aber jetzt, wo es vollbracht ist, muss ich sagen, ich bin wirklich glücklich, habe ich es gemacht. Super. Ich denke, das ist eine mega schwere Auswahl zu machen von Rezepten. Haben die speziell etwas mit dir zu tun? Ja, wenn du jetzt gefragt hättest, sag mir dein Lieblingsrezept, dann hätte ich gerade sagen müssen, sind es eigentlich alle. Und es ist halt schon so, es sind Rezepte drin, die ich schon seit Jahren oder mein halbes Leben mache und zum Teil immer wieder geändert und verfeinert und hoffentlich auch verbessert habe. Es ist jetzt wieder Winterzeit, man sitzt viel zusammen am Tisch, man kocht miteinander, vor allem auch an Weihnachten. Hast du irgendetwas Spezielles, wo du denkst, das ist der Trend von diesem Jahr? Der Trend zeigt eher wieder so richtig Retro, auch beim Essen, dass man sich sagt, hey, wir machen das grosse Stück Fleisch, das man vielleicht lange schmoren muss, das das ganze Haus dann anschmeckt und nichts kompliziert, Sachen, die man gut vorbereiten kann. Ein Brasato zum Beispiel, da hat es auch ein tolles Rezept da drin für so ein Gericht. Und ich glaube, das ist das, was Gemütlichkeit und auch das Festliche dann ausmacht an Weihnachten. Schön. Ja, ich freue mich sehr. Ich werde mir das selber auf Weihnachten schenken und bin gespannt auf ganz viele tolle Rezepte. Danke vielmals. Danke dir.